Herzlich willkommen zu MuseTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum MuseTalk-Messebericht von der Frankfurter Musikmesse 2017. Und ich bin erleichtert, denn ich bin jetzt hier beim Axel und der hat den 20 hier stehen. Wenigstens ein Instrument, was mich ein bisschen heiß macht. Hi. Ja, ich hoffe, dass es mehr Leute heiß macht. Maximal 20, wie du vielleicht weißt und wie sich es auch in der Community schon vielleicht ein bisschen rumgesprochen hat. Das ist ein Jubiläumsgerät und ich bin ja nun mal Designer, deswegen ist es ein Designobjekt geworden. 20 Jahre Designbox, das war vor 2 Jahren, als wir mit der Company, die 20 Jahre rum hatten und da wollten wir was machen, was eben unser Leistungsspektrum nach außen mal ein bisschen... Ja, euer Leistungsspektrum ist ja gigantisch, wenn man bedenkt, für wie viele Synthesizer-Hersteller du eine Oberfläche kreiert hast, sowohl Hardware als auch Software. Ja, Hardware als auch Software, wobei die Hardware natürlich mein Herzstück ist. Ich bin ja gelernter Industriedesigner, insofern mag ich natürlich mit Formen arbeiten, mit Materialien arbeiten und das haben wir hier mit dem 20 einfach mal ein bisschen so auf die Spitze getrieben. Ja, es ist eine Sound Engine drin, die von Waldorf verfügbar war. Es ist ein Panel drin, das von Studio Logic verfügbar war und es ist dann nochmal ein bisschen was an Audiotechnologie drin, was von SPL verfügbar war. Das haben wir im Prinzip repackaged, neu verpackt. Weil es euch hauptsächlich darum ging, quasi so ein Design-Statement zu machen. Ein Design-Statement, aufgesetzt auf einem für mich perfekt funktionierenden User-Interface. Also für jemanden, der wie ich ein Player ist, ein Synthesizer-Spieler, der will einen schnellen und sehr einfachen Zugang haben zur Sound-Engine. Und das ist mit diesem User-Interface gegeben. Ist also Minimoog-Style, gut old-school, analog-Synthesizer-Style. Und das haben wir eben neu verpackt auf eine Art und Weise, wie das normalerweise nicht geht, weil es einfach unheimlich teuer ist. Immer so blöd. Ich weiß. Ja. Weißt du was, wo du gerade gesagt hast, Synthesizer. Ich höre hier immer Synthesizer. Ich glaube, wir müssen das Ding mal hören. Können wir mal einfach mal ein paar Presets anspielen? Ja, wir sind ja im Blindflug, wie eben gesagt. Ja. Genau, denn hier ist nur Kopfhörerbetrieb. Ja. Oder ich höre den Kopfhörer drauf und mache da ein bisschen was, wenn das okay ist für euch. Ja? Ja, wir wollen ja auf jeden Fall das Ding mal hören. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja, bevor wir jetzt hier mit dem Video angefangen haben, selber ein bisschen rumgeschraubt und das war so, okay, ne, hier, Verstärkerhüllkurve ist da, also es ist alles da, wo man das erwartet und ist super klassisch vom Design, vom Layout, gefällt mir erstmal sehr gut. Ja, super, lieben Dank. Ja, es ist natürlich vieles drin von Dingen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Wir haben Neuron-Gene mit drin, also es sind die ganzen entscheidenden Sounds, die man im Neuron tatsächlich erstellen konnte, sind ja auch mit spielen. Thank you.
So, Blindflug, wir konnten auch nur eigentlich nichts hören, was du gespielt hast, aber es ist hoffentlich alles auf Video gut zu hören. Ja, und nur ein Kanal, das ist sei zu bedenken. Wir haben nur den linken Kanal zur Verfügung, das heißt, das Gerät klingt natürlich viel schöner wie das, was da jetzt zu hören ist. Stereo, zwei Ohren und so, gell, kennen wir ja. Das ist eine Einschränkung, ja. Wir haben leider an der Kamera nur zwei Kanäle und ja. Eins ist jetzt hier schon belegt. Ja, aber was dazu noch zu sagen gibt, was man ja von außen nicht sieht, es steckt sehr viel Liebe im Sounddesign. Wir hatten also wirklich tolle Sounddesigner, viele alte Freunde, die da mitgearbeitet haben. Peter Gorges hat Sounds beigesteuert, Wolfram Franke, Kurt Ader im wesentlichen Maße mit an der Sample-Bearbeitung beteiligt. Also wir haben echt tolle Sounddesigner, die da mitgeholfen haben. Und das ist ja bei vielen zeitgenössischen Geräten einfach nicht mehr so der Fall, dass da so viel Liebe einfließt. Ja? Das konnten wir konnten hier sehr viel Liebe reinmachen auch. Jetzt habe ich mir auch mal eine Frage zu der Liebe, die hier eingeflossen ist. Was mir als erstes aufgefallen ist, diese Regler hier, Switches. Das sind keine Standard-Industriekomponenten, würde ich sagen. Selbst das glaube ich nicht. Ja, alles natürlich mundgefräst sozusagen, gell? Also diese handgeblasen. Genau, ja. Alles speziell für dieses Gerät gefertigt, also ein unglaublicher Aufwand, das wird nie einer machen, wenn er nicht ein klein bisschen bekloppt ist, ja. Die Regler, die Sie hier sehen, das gibt es nicht im Regal. Das wird alles für uns speziell hergestellt, speziell für dieses Gerät. Das ist auch mit natürlich die Ursache dafür, dass das Gerät nicht ganz billig ist. Was kostet es denn? Das kostet für alle Interessierten mir 20 Jahre Designbox. 20.000 Euro? 20.000 Euro. Hey, ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, und es wird nur 20 geben. Also wir machen 20 schwarze, 20 silberne. Es gibt schon viele Interessenten. Wir haben auch schon ein paar Stück gebaut. Deutschland ist ein reiches Land, sag ich da nur. Die Interessenten kommen weniger aus Deutschland. Wir hatten also US, Australien, Kanada. Also aus vielen Ländern, international. Es gibt genügend Leute, die sich sowas leisten können, wollen, für die das auch eine schöne Geschichte ist. Ein Instrument, das eben nicht nur vom Sound lebt, sondern auch vom Anfassen, vom Statement. Und bei Bares gegen Rares, nee, Rares gegen Bares wird es dann irgendwann mal in 30 Jahren wieder auftauchen, weil einer das in seinem Keller findet. Ja, wenn er wahnsinnig viel Kohle für kriegt. Okay, vielen Dank. Ja, gerne.